Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir versuchen es nochmal, alle Fackeln anzuzünden. Ich bin der Meinung, ich war einfach zu langsam. Irgendwie. Die anzünden, jetzt einfach weiter ganz schnell hier lang rennen. Die anzünden, genau. Dass sie da ganz hinten wieder ausgegangen ist irgendwie. Und ich dadurch verkackt habe, die Truhe zu bekommen. Ja, okay, dann war's so, okay. Sehr gut. Und mit dem Schwert schlagen, damit wir keinen Stick verlieren und alles cool. Und hier drin. Tadam, haben wir ein neues Herzteil. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Außerdem holen wir uns jetzt die silberne Schuppe, glaube ich. Dürfte die silberne Schuppe sein. Wenn wir hier bei einem Tauchspiel der Soras mitmachen, dann können wir auch länger tauchen. Erstmal gucken, was wir hier in dem Shop so haben. Irgendwas Cooles sieht nicht so aus. Nein, nichts Wichtiges. Da war ein Fisch, aber... Müssen wir vielleicht dem Typen... ich muss noch nachgucken, was wir dem Typen geben müssen in der Stadt. Irgendwas in der Flasche. Müssen wir dem ja geben. Ich habe keine Ahnung was, das ist das Problem. Käfer oder so, ein Fisch vielleicht, ich weiß es echt nicht genau. So, mit König Sora reden wir später. Müssen wir dem nicht noch irgendwas abgeben, glaube ich? Ich weiß es nicht mehr. Hallo. Hallo. Tauchspiel, 20 Rubine, yo. Okay, sammle, genau. Sind alle eingesammelt, kommt hier zurück, gibt's was Schönes. Sehr gut. Start! Wir haben nur 50 Sekunden Zeit? Okay, den ersten haben wir. Okay, den haben wir auch. Den Rubin haben wir auch. Okay. Den auch. Und jetzt müssen wir hier noch den letzten Rubin holen. Sehr gut, perfekt. Gratuliere! Ich habe etwas Tolles für euch. Holt es euch ab. Yo, wir kriegen die silberne Schuppe jetzt von ihm. Das heißt, wir können in 6 Sekunden tauchen. Das ist unser erstes Upgrade, Tauch-Upgrade. Das zweite kriegen wir erst als erwachsener Link, wenn wir den großen Fisch oder den größten Fisch angeln. Wir haben jetzt hier als Kind ein Herzteil dadurch bekommen und als großer erwachsener Link kriegen wir dort die goldene Schuppe, womit wir dann 9 Sekunden tauchen können. Ja, ja. Und die brauchen wir halt auch, um später ein Herzteil zu bekommen. Yeah, wie elegant ihr getaucht seid. Ah, hier, nehmt dies als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe der Soras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Zack. So, wir dürften noch jetzt 6 Sekunden tauchen, ne? Jetzt kannst du tiefer tauchen, ja. Tiefer tauchen als zuvor. Wie tief dürften eigentlich 6 Sekunden sein? Bin ich der Meinung. Gut, hallo, König. Oh, mein liebste, teuerste Prinzessin Ruto. Und wo magst du sein? Ich mache mir solche Sorgen. Müssen wir hier... Nee. Okay, was mussten wir dem denn zeigen? Oder irgendein anderes Lied spielen? Ich weiß es gar nicht mehr. Shit. Nebona, Salias. Salias Lied vielleicht auch. Oder nochmal mit ihm reden? Ich weiß es nicht. Wie war das nochmal? Okay, so war das Lied. Ja, wir reden mal mit Salia. Hallo, Doki. Ich bin es, Salia. Hörst du mich?
Sammelst du die heiligen Steine? Du musst noch... Ja, ah, scheiße, ich hab das jetzt übersprungen, shit. Sammelst du die heiligen Steine? Du musst noch einen finden. Den heiligen Stein des Wassers, oder? Der Dekobaum erzählte mir eins, dass den König Sora besitzt. Ja, klar. Oh, shit, ey. Oh, verdammt. Was musste ich denn jetzt nochmal machen? Oh, kacke, ich weiß es echt nicht mehr, shit. Können wir jetzt eigentlich bis da unten hintauchen? 6 Sekunden können wir tauchen, genau. 4, 5, 6. Yo, geil, wir können... Ja, nice, wir kommen hier runter. Jetzt sind wir nämlich hier beim Hylia-See. Sehr cool. Und jetzt können wir hier auch nochmal eine wichtige Pflanze pflanzen. Wundererbse, genau. Und dann rede ich einfach mal da hinten gleich mit dem Vogel, der dürfte nämlich da hinten sein. Irgendwo. Zack. Erstmal Wundererbse, upsi. Speichern vorsichtshalber, genau. So. Gut, dann einfach mal hier lang gehen. Ja, da oben hört ihr schon wieder eine Skulptula. Da. Aber die kommen wir, die bekommen wir jetzt auch noch nicht. Da kommen wir jetzt noch nicht ran. Hallo Eule. Warte mal, können wir... Ich gehe erstmal nach da hinten. Aber da ist als Erwachsener, als kleiner Link, glaube ich, nichts. Wir reden nur mit ihr. Was machst du denn? Du hast ja ganz schön lange gebraucht. Ja. Vielleicht solltest du ab und zu auf die Karte schauen. Doki, das hier ist ein ruhiger See mit kristallklarem, kühlem Wasser. Auf seinem Grund befindet sich der Zugang zum Wassertempel. Die Soras wachen über ihn. Die Soras sind Angehörige von Soras Reich. Vielleicht hätte ich der Eule eben zuhören sollen, ne? Im Nordosten sind die Amphibienwesen in der Urzeit der Königsfamilie treu, genau. Ich hörte, nur einem Angehörigen des Soras Reich gestattet, genau. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg zum Schloss. Wenn du mitkommen möchtest, halte dich an meinen Krallen fest. Ja, es ist ganz gut. Wir müssen jetzt in seinem Schatten stehen halt. Und jetzt fliegt er mit uns dahin. Muss ich nochmal mit Zelda reden? Ich weiß es gar nicht. Oh, scheiße, ey. Ich glaube, das mache ich, weil dann können wir uns da auch noch eine Skulptur holen. Ich glaube, sogar zwei. Zwei oder eine? Ich weiß es gar nicht genau. Oh, shit, ey. Oh, toll. Ach, toll. Dann gehen wir nochmal zu Soras Reich, denn dort war die Eule ja auch zweimal. Das heißt, vielleicht ist sie jetzt auch nochmal da. Ich weiß es nicht genau. Kann ja sein. Einfach mal hinspringen. Das ist doch auch die schnellste Möglichkeit oder so, ne? Wenn man so läuft irgendwie. Das ist auch die schnellste Möglichkeit, glaube ich, sein. Zu reisen als junger Link. Bin ich der Meinung. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube, das war so. So, vielleicht ist die Eule ja nochmal da, hoffentlich mal. Weil dann höre ich ihr doch nochmal zu, was sie zu sagen hat. Verdammt, ey. Verdammt, ey. Nee, sie ist nicht nochmal da. Oh, shit. Ah, dann kaufe ich nochmal ein paar Wundererbsen. Dann gebe ich die letzte Maske ab. Beziehungsweise hol die letzte Maske. Matzke. Oder muss ich ihn anvisieren, den König der Sora, und dann dieses Lied spielen? Kann natürlich auch sein. Wir brauchen eigentlich noch zwei, ne? Ich glaube, wir brauchen noch zwei Wundererbsen. Ich kaufe trotzdem noch mal eine. Eine kaufe ich noch.
Ja, komm, wir gehen nochmal zu König Sora. Stimmt, ich muss ja nicht... Ach, Mann. Ich glaube... Na. Ah. Gehe ich erstmal... Ich gehe erstmal die Maske abgeben. Erstmal die Maske abgeben gehen. Und zur Not gucke ich gleich einfach mal nach dem Part nach. Was nochmal der Schlüssel war, um in Soras Reich, also zu Ruto zu kommen. Mussten wir da nicht auch einen Brief vorzeigen oder so? Oh, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Was mussten wir machen? Was mussten wir machen? Ich bin gerade überlegen, aber mir fällt echt nichts ein. Na egal, geben wir die letzte Maske ab. Und... die vorletzte Maske und holen uns die letzte Maske. Die letzte Maske müssen wir bei dem Postboten abgeben, der hier in Hyrule irgendwo rumrennt, den wir dann suchen müssen. Dann müssen wir warten, bis es Nacht ist. Dann macht er nämlich eine Pause. Und dann können wir da die Maske abgeben. Bei dem Typen die Hasenohrmaske, ziemlich cool. Und dann kriegen wir von dem Maskenhändler die Maske der Wahrheit, glaube ich, heißt sie. Hallo? Großartig, du hast sie verkauft. Bitte erzähl mir mehr. Bezahl mir die Geister. Ja, die 30 Rubine für die Geistermaske, genau. Willkommen. Welche Maske möchtest du? Lion. Die hier bitte. Yeah. Schöne Sache. Sieht putzig aus, ja. Also ich glaube, hier in dem Zelda hat sie nicht den Effekt, dass wir schneller laufen, ne? Nee. Also wir können noch mal, genau, wir machen jetzt einfach mal für den Rest des Parts noch mal das Krabbelminen-Spiel. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Wir haben mal ein paar Rubine. Ein Kunde, yo. 30 Rubine, yo. Na, was kriegen wir? 50 Rubine, ja, okay. Ist gar nicht mal so bad, würde ich sagen. Zack. Nummer 1 geschafft. Oh, Nummer 2 ist hier, ey. Das wird nichts. Noch ein bisschen schräger, so vielleicht. Das ist zu schräg, ne? Nicht schräg genug. Ein bisschen näher ran vielleicht. So. Ach komm. Jetzt aber, komm. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Ja! Oh Gottchen, ey. So, und das ist jetzt das Schwerste. Einfach so. Na, fast. Hierhin vielleicht. Nee. Noch ein bisschen schräger, so? Ist zu schräg. Versuch's hier. Ist auch zu schräg, ne? Obwohl? Nein! Ja, oh Mann. Jetzt kriegen wir Krabbelminen von ihr, wow. Okay. Ich hasse dieses Minispiel, ne? Es ist das schlimmste Minispiel aller Zeiten, ey. Okay, das können wir noch so backen. Wenn das Hühnchen nicht im Weg wäre, jetzt. Ja, sehr gut. So, und ich glaube, ich versuche es jetzt irgendwie hier von der... vom Rand. So. Wow, das war zu schräg. Zu gerade, meine ich. Ja gut, so. Auch nicht.
Vielleicht bin ich von hier aus so ein bisschen schräg irgendwie. Nee, ich muss eigentlich hoffen, dass die Hühnchen einfach nicht im Weg stehen. Dann dürfte es funktionieren. Jetzt, jetzt komm. Nein, Hühnchen, geh weg! Ah. Dieses Minispiel ist so ein Scheiß, ne? Das Hühnchen! Oh, ich versuch's nochmal so. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja! Wir haben das Minispiel das erste Mal geschafft. Und wir bekommen von ihr Krabbelminen. Was jetzt eigentlich nicht so wichtig ist, aber haben wir halt welche. Wir brauchen hier die größere Bombentasche. Und das Herzteil. Das Herzteil! Ja! Okay, komm. Das ist eigentlich mein Hauptziel. Die größere Bombentasche ist, können wir gerne ganz hinten anstellen in der Liste. Okay, jetzt müssen wir nur hoffen, dass das Hühnchen mitspielt. Ja, spielt mit. Gut, wir haben jetzt 8 Versuche, den Scheiß zu schaffen. Wie stand ich eben? Irgendwie so, ne? Nicht ganz. Noch ein bisschen näher ran. So. Das sieht gut aus. La, nice. Oh, geil. Wir haben dieses verkackte Herzteil. Huh. Schöne Sache. Dann haben wir hier erstmal alles erledigt. Wir müssen hier halt noch... wir haben keine Rubine mehr. Wir müssen hier halt jetzt noch die größere Bombentasche holen. Glaube ich ist das, ne? Ich glaube schon. So, hatten wir hier ein Herzteil oder hatten wir hier... Warte mal, was? Wir hatten hier ein Herzteil bekommen, ne? Ne, das müssen wir später mit dem Bogen nochmal machen. Das müssen wir später mit dem Bogen machen. Stimmt. Und sonst haben wir hier, glaube ich, echt nichts mehr. Was haben wir hier so drin? Nichts. Nichts. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich erkundige mich wegen den Soras. Wie wir das nochmal machen müssen. Ich bin der Meinung, man muss ihm irgendwas geben. Ich weiß nur nicht mehr genau was. Und ich suche nochmal offscreen den lieben Postboten, weil das könnte echt nervig werden, den zu finden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier bei das nächste Mal wieder, Leute. Haut rein.